Grill 5O begrüßt euch heute zu einem Special. Wir zeigen euch einige Impressionen hier vom 5. USK-Treffen in Freiberg. Dranbleiben! Grill 5O. Kenner und Fans von Grill 5O wissen es ja bereits, neben dem Grillen und Barbecue haben wir noch ein paar weitere Hobbys, denen wir gern nachgehen. Als NASCAR-Fans ist es kein Wunder, dass es uns satt blubbernde Ami-Autos angetan haben. Wenn wir Zeit finden, versuchen wir so viele US-Car- und Oldtimer-Treffen wie möglich innerhalb Deutschlands anzusteuern. Ein Highlight ist dabei das Heimspiel in Freiberg. Hier fand Pfingsten 2022 das 5. Freiberger US-Car-Meeting statt. Mit ca. 54 Fahrzeugen und tausenden Besuchern eine richtig tolle organisierte Veranstaltung hier in Mittelsachsen. In gemütlicher Atmosphäre treffen sich hier Gleichgesinnte zu zahlreichen Fachgesprächen, Party, Spaß und gute Laune. Dieses Jahr war der charismatische Autofan Klaus Bormann von Route 66 Bormann Motors, den einen oder anderen bekannt aus der D-Max-Sendung Cash for Chrome, als Moderator am Start. Bei uns am Start ist bei solchen Treffen immer der kleine Weberco Anywhere Gasgrill. Kompakt, handlich und dank der Gaskartusche sofort einsetzbar und dabei auch relativ rauchfrei, taugt das Teil mit seiner Power als Grillgerät für solche Events. Neben original Thüringer Bratwürsten haben wir uns darauf den Cowboy Bratwurstdöner aus der letzten Grill 5O Folge 74 zubereitet. Wer genau wissen will, wie man so eine leckere Bratwurst-Döner-Variante zubereitet und zusammenbastelt, schaut sich das Video von uns einfach auf YouTube an. Den Link dazu findet ihr im Abspann dieses Filmchens und unter der Videobeschreibung. Auf alle Fälle waren die Teile wieder mal richtig, richtig lecker. Aber keine Angst, natürlich unterstützen wir auch die Gastronomie auf dem Veranstaltungsgelände. Und irgendwie verfolgt uns dabei, oder wir ihn, oder wie rum auch immer, der Chemnitzer Foodtruck Jim Beef auf solche Treffen. Aus dem stilechten American Airstream wurden hier wieder zahlreiche leckere Burger an das hungrige Volk gebracht. Für mich gab's diesmal den Barbecue-Burger mit Bacon, richtig, richtig lecker und für 9 Euro zu haben. Natürlich gab's noch weitere Fressstände. Neben der obligatorischen Bratwurst wurden unter anderem noch belegte Baguettes, Pizzas und Crepes oder Eis angeboten. Zwischenzeitlich war der Ansturm darauf doch recht groß, sodass es zu der einen oder anderen längeren Warteschlange und sogar zu Ausverkäufen kam. Aber sei es drum, verhungern musste am Ende wohl keiner, genauso wenig verdursten. Am Getränkestand hielten sich selbst zu Spitzenzeiten während der Auftritte der zahlreichen gut ausgewählten Bands und Live-Acts die Wartezeiten in Grenzen. Danke an alle, die mit ihrer Arbeit und ihrem Einsatz für das leibliche Wohl gesorgt haben. Nun aber genug geschwafelt, wir lassen jetzt die Hauptakteure schicke Fahrzeuge aus 100 Jahren amerikanischer Automobilgeschichte sprechen. Kamera ab!
Zu Pfingsten 2022 haben wir drei tolle Tage zum 5. Freiberger USK-Meeting verleben dürfen. Wir haben lecker gegessen, mehr als reichlich getrunken, ganz tolle Gespräche mit guten Freunden genossen und viel, viel Spaß, nicht zuletzt dank den tollen Live-Acts auf der Bühne gehabt. Wir hoffen, das kleine Special mit einem Einblick in ein weiteres Hobby vom Cowboy und seiner Kamerafrau hat euch gefallen. Lasst Grill5O weiter wachsen, schreibt Kommentare, drückt den Button mit Daumen hoch, teilt das Video und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Filmchen, danke fürs Zusehen, euer Team von Grill5O.